Hallo zusammen. Heute freue ich mich, euch diesen schönen Golf 5 GTI zeigen zu können. Der Golf GTI ist die Ikone in der Golfklasse. Kein anderes Auto hat so einen großen Stellenwert und eine so große Fangemeinde in der Golfklasse wie der GTI. Er begründete eine komplette Klasse der Hot Hatches, also der kleinen sportlichen Fahrzeuge der Kompaktklasse. Wir schauen uns hier einen Golf 5 GTI von 2006 an. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's! Unser 2006er Golf 5 GTI ist in dem recht schlichten Grauton United Grey Metallic lackiert. Im Innenraum sieht man die für den GTI typischen Karo-Sitzbezüge, die beim GTI ehrlich gesagt sein müssen. Man kann den Golf 5 oder man konnte auch den Golf 5 auch mit den Lila Vienna Sitzen bestellen, aber nur die Karo-Sitze passen so richtig in den GTI. Okay, auf geht's. Hier sieht man auch gleich das schöne Sportlenkrad, was hier der GTI drin hat. Ein Dreispeichenlenkrad hier unten mit einer kleinen GTI-Emblem. Natürlich das VW-Symbol darf nicht fehlen. Gibt's auch mit Multifunktion, hat der GTI hier nicht. Okay, dann starten wir den GTI mal. Das ist nochmal der Klappschlüssel. Fuß auf die Bremse. Das ist ein Automatikfahrzeug, ein DSG. Darüber später mehr. Und auf geht's. Jeder Golf 5 GTI wurde mit dem 2,0 Liter Turbo FSI Motor ausgerüstet, der hier 200 PS leistet. Dieser war auch mit 230 PS im GTI Pirelli und in Edition 30 verfügbar. Dann schauen wir uns den GTI gleich mal von außen an. Dazu machen wir einmal die Warnblinkanlage an. Das Licht. Der Golf 5 GTI hat auch eine Lichtautomatik. Sieht man diesen kleinen Tunnel hier. Und die Nähe. Der erste Golf GTI erschien 1976, also 2 Jahre nach der Einführung des VW Golfs als Nachfolger des VW Käfer. Zwischenzeitlich hat VW den GTI-Gedanken etwas verloren. So war beim Golf 4 GTI der GTI nur eine reine Ausstattungslinie und war mit verschiedenen Motoren verfügbar. Erst mit dem 5er Golf GTI kam das wirkliche GTI-Spirit zurück. Man sieht es hier zum Beispiel an der roten Umrandung im Kühlergrill, die für den GTI sehr markant ist. Außerdem wurde erst jetzt der GTI wieder zum eigenständigen Modell und bekam besondere Felgen, den besonderen Motor und verschiedene Objektspielereien, wie zum Beispiel die Seitenschweller und die entsprechende Frontschürze dazu, die den Golf GTI einzigartig machen. Auch der Golf 5 zitiert die seit dem ersten Golf 1974 bekannte Designlinie, die vom italienischen Designer Giugiaro designt wurde. Man könnte sagen, der VW Golf ist ein Porsche 911 der Kompaktklasse, denn auch der Golf wurde über die Zeit nur behutsam verändert. Der GTI steht auf den eben gesehenen Denver Leichtmetallfelgen. Es gab auch welche im ähnlichen Design, die nannten sich dann Detroit und waren 1 Zoll größer. Die Seitenlinie wirkt auch eher schlicht und wenig aufgeregt. Das bringt eine gewisse Eleganz, die besonders ein GTI auch haben sollte. Ja, dann schauen wir uns den noch mal etwas ausführlicher an. Für den Innenraum checken wir natürlich die Warnblinker aus. Man sieht hier den schönen sportlichen Tacho, der sich natürlich beim GTI war von
den anderen Golf 5 Varianten deutlich abhebt. Durch diese Tuben, die er hier hat, die ein bisschen tiefer stehen als im normalen Tacho. Der Wagen hat hier, wie gesagt, schon eine Lichtautomatik. Und hier nochmal im Überblick das schöne Sportlenkrad. Auch wirklich schön griffig hier, gerade für die Daumen ist nochmal eine Auflage da. Da fährt es wirklich sehr gut mit. An Entertainment bietet der Golf 5 GTI hier ein normales RCD300. So nannte man oder nennt man bei VW die normalen CD-Radios. Knopf auf die Lautstärke-Regler schalten wir es einfach ein. Hier noch mit der normalen blauen Displaybeleuchtung und den roten Tasten. Ist ja bei VW neben in der Generation Standard. Ansonsten ist es, hat ein relativ großes Display für ein normales Radio, ist ein Doppelding-Radio, also die zweifache Höhe. Hat hier die verschiedenen Stationstasten abgelegt. Kann sich hier also 6 Presets speichern. Ja, CD-Slots hat es natürlich auch. Natürlich ist keine CD da. Mal schauen, wie die nochmal klingt. Okay, das sollte reichen als kleiner Soundcheck. Man sieht auch hier wieder sehr schön die für den GTI typischen Karo-Sitze. Allgemein haben die Sitze einen wirklich sehr guten Seitenhalt. Natürlich auch mal ganz anders als im normalen Golf 5. Hier drunter hat der GTI eine normale Klimatik. Das ist die Klimaanlage bei VW. Die hat eine halbautomatische Steuerung, also man kann hier schon die Temperatur vorwählen, das ist nicht einfach kalt und warm, aber es ist auch keine Klimaautomatik. Das wäre sonst die Klimatronik. Klimaanlage hat hier ansonsten auf den Knopf Econ. Hier die verschiedenen Gebläsestufen. Und die Luftrichtung natürlich. Hier hätten wir nochmal die beheizbare Heckscheibe. Und die Umluftstellung. Nun kann man nochmal das ESP ausschalten. Und den Luftdrucksensor nochmal kalibrieren von den Reifendrucksensor. Der GTI hier ist mit dem wunderschönen DSG ausgestattet. War bei VW damals was sehr Neues, eine sehr gute Erfindung. Funktioniert meistens sehr gut, hat sich auch bewährt im Laufe der Zeit. Wir haben ja die Steuerung eines normalen Automatikgetriebes. Man sieht schon hier links PR, ND und S. Die neue normale Fahrposition haben wir auf D. N ist die normal, die Neutralfunktion. R ist die Rückwärtsstellung. Wie man den Piep auch hört, aktiviert sich die Einparkhilfe. Und bei S könnte man auch nochmal mit den Schaltwippen das Getriebe steuern, wie wir hier haben. Einmal Plus, einmal Minus. Ansonsten fährt der Wagen im S-Modus die Gängelänge aus. So kann man sportlicher fahren, schneller beschleunigen. Okay. In der Mitte bietet der GTI nochmal so ein Fach. Schön, dass es auch verkleidet ist, dass man hier diese Jalousie rüberziehen kann. Sieht man nicht alles, was man gleich hier unten abgelegen hat. Hier nochmal eine Handbremse, schön mit Leder ummantelt, fährt sich sehr gut an. Das ist normal. Keine elektronische, wie man heutzutage gerne hat, keine automatische Parkbremse. Und hier oben haben wir nochmal ein Fach, kann man ordentlich was ablegen. Hier nochmal gummiert. Da ist Platz dran. Der Innenspiegel von dem GTI. Er ist automatisch abblendend. Sehen wir an den beiden kleinen Sensoren. Und hier oben haben wir die normale Lichtsteuerung drin.
im Dachhimmel, schönste Dachhimmel, auch schwarz ist. Dass die sieht sehr elegant aus, finde ich. Hat hier die beiden Leselampen für links und rechts. Hier eine rote Ambientebeleuchtung oben drin, die strahlt dann auf den Mitteltunnel ab. Und hier kann man nochmal steuern, wie das Licht an sein soll, ob es ganz aus sein soll mit Türen oder komplett an. Hinten hat er auch nochmal ein Innenraumleuchter. Okay, dann schauen wir uns den Wagen nochmal genau von draußen an. Dazu machen wir mal das Fenster runter. Da haben wir hier natürlich vier elektrische Fensterheber, auch alle mit Automatikstellung, also fahren beim Antippen komplett runter. Und hier die Spiegelverstellung versteht sich von selbst mit diesem kleinen Joystick und die Spiegel sind auch noch beheizt. Auf geht's. Wir schauen uns dann mal die Rücksitze an. Der GTI ist ja ein Modell der Golf allgemein, ist ein Modell der Kompaktklasse. Also hat man auch, sollte man hinten auch hinten genug Platz haben für seine Mitreisenden. Am GTI sitzt man natürlich am liebsten vorne links. Aber wir schauen trotzdem mal, wie es hinten aussieht. Natürlich auch hier die schönen GTI-typischen Sitzbezüge mit den Karos. Hier haben wir auf jeden Fall genug Platz. Der Fahrersitz ist auf mich eingestellt und ich habe hier noch einen deutlichen Knieraum, Kopfraum ebenso. Das der GTI ist also nicht nur ein sportliches Fahrzeug, sondern auch ein schönes Reisefahrzeug, eben auch ein klassischer GT. Hinten haben wir nochmal die Lüftungssteuerung, also auch Lüftungsdüsen für die hinteren Passagiere. Unten haben wir nochmal einen Cupholder, kann man seine Getränke sicher abstellen. Der GTI bietet natürlich auch einen klassenüblichen Kofferraum. Das Volumen beim Golf 5 GTI waren 350 Liter. Und man kann den Kofferraum sehr elegant mit diesem VW-Logo öffnen. Wir sehen wirklich ausreichend Raum, auch gut beleuchtet durch die eine Lampe, die wir oben haben. Und auch nochmal einen Taschenhaken und den oben als 12 Volt Anschluss. Nicht klassenüblich, sehr viel Platz. Auch von hinten wirkt der Golf GTI sehr elegant. Die Linien sind sachte verteilt und es gibt keine großen Designspielereien. Die Rücklichten sind zweiteilig, einmal in der Karosserie und in der Heckklappe. Das ist etwas aufwendiger in der Produktion und wirkt aber auch viel schöner. Hier sehen wir nochmal die rechte Seite des Raumes für die Mitfahrer. Natürlich auch in den schönen Karo-Sitzbezügen und mit den passenden GTI-Kopfstützen. Auch für den vorderen Beifahrer ist gesorgt. Hier seht ebenfalls den schönen Sportsitz vom GTI, der in der Länge und in der Höhe verstellbar ist, wie man hier sieht. Außerdem gibt es an jedem Einstieg nochmal diese schöne GTI-Einstiegsleiste aus Alu. Der Golf GTI ist die Ikone. Das perfekte Auto für die, die gerne sportlich unterwegs sein möchten, aber auch genug Raum für Gepäck, Passagiere zum Reisen haben möchten. Das war meine komplette Tour von dem Golf 5 GTI. Ich hoffe, du warst sehr informativ, hatte Spaß gemacht anzuschauen. Ich danke euch schon mal sehr fürs Reinschauen und wie immer gerne den Kanal abonnieren und das Video liken. Dann kommen auch noch einige mehr von solchen Videos.